Was ist mit der sozialen Ordnung los, meine Lieben? Ja, die ist gestört scheinbar bei uns. Ich war, der Mittelstand verliert immer mehr an Bedeutung, bricht auseinander und die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. Das liegt an vielen Dingen. Es liegt auch am Geldsystem unter anderem, das durch seine eigene zinsbelastete Natur alle Nationen der Erde in den Schuldturm wirft. Das ist auch so gewollt, damit ein Krieg dann wieder neue Möglichkeiten für die Zentralbanken schafft, das Zerstörte neu aufzubauen. Und da muss man sich wieder Geld bei ihnen leihen. Gut, das ist ein anderes Thema. Hat aber alles damit zu tun. Nun haben wir hier im Buch des Lichts eine Lehre, es klingt jetzt seltsam, eine Rassenlehre, aber nicht so, wie man jetzt denkt. Eine Zivilisationslehre, die also die Menschen in verschiedene Bewusstseinsträger einteilt. Aber sie alle sind göttlicher Natur. Niemand ist von der göttlichen Quelle abgetrennt. Und wenn es doch sein sollte für eine Weile, wird er auf dem astralen Abfallhaufen der Erde rund erneuert. Das ist ein astraler Planet, der der Erde so ein bisschen nachfolgt. Wie so ein Rucksack. Das ist ein aurischer Rucksack. Sehr dunkel, sehr dunkel. Ihr Lieben, wir können uns dessen bewusst sein, dass kein Leben umsonst war. Egal wie schlimm, egal wie schön. Angeblich schön, angeblich schlimm. Ja. Weil die ganze Erfahrung durch die Skandhas auf das nächste Leben übertragen wird. Es gibt also gar keine Babys. So lehrt das Buch des Lichts. Es gibt doch keine Kinder. Es gibt nur reinkarnierte Erwachsene, wenn man so will. Da ist ja, weil wenn ein Baby zur Welt kommt, hat es hinter sich Zeitalter von Erlebnissen, die in den Skandhas gespeichert sind und sich nach und nach manifestieren. Und die kommen dann in dem jeweiligen Leben natürlich entsprechend des Karma zum Ausdruck. Und nun können natürlich, das ist so wichtig, meine Lieben, wenn ihr Eltern werdet und so weiter, ihr beeinflusst ja dann auch das Karma des Babys durch das, was ihr sprecht, was ihr tut, was ihr denkt, was ihr fühlt. Denn das Kind wird von dieser Mental- und Gefühlsatmosphäre beeinflusst, denn alles ist Materie, von dem Sinne her gesehen. Eure Gedanken sind feinstofflichste Materie. Eure Emotionen sind etwas dichtstofflichere Materie, Schwingung. Das Kind kriegt das mit in seiner Aura. Und das überträgt sich dann, meine Lieben, auf den Körper. Das geschieht beim Kind natürlich noch unbewusst, aber es wird dadurch geformt und beeinflusst. Und darum müssen unsere Kinder geschützt werden von diesen zerstörerischen Dingen. Leicht gesagt. Schaut euch doch um in der Welt. Unsere Kinder werden bombardiert davon. Und die Eltern tun so lange nichts dagegen, bis das Kind sie geradezu verachtet. Man könnte fast sagen, zu Recht. Ich bringe da immer als Beispiel die Mutter, die reinkommt und sagt, Philipp, das Essen ist fertig. Und er sitzt am Computer, der Kleine, und sagt, hau ab, du blöde Kuh. Sehr schöne. Bravo, tolle Erziehung. Ja. Und da wundert ihr euch, wenn der Junge mal heiratet, soll seine Frau respektvoll behandeln? Der schlägt die, weil er tief drin denkt, die ist eine blöde Kuh. Ihr Lieben, ich muss mal so direkt reden. Er hat jetzt lang genug herumgeredet und gequatscht und alles beschönt. Wir müssen wieder uns auf unseren göttlichen Ursprung zurückziehen und uns dessen bewusst werden. Ja. Darum müssen wir die Kinder schützen. Nicht nur physisch, sondern auch astral und mental. Das heißt wiederum nicht isolieren. Man soll dem Kind nicht die Erfahrung des Lebens wegnehmen. Aber wenn es erstmal nah bei einem ist, schon von Babyalter an, dann muss man es dann entsprechend positiv, mit Stärke, mit Kraft durchwirken. Und das geht nur mit der Lehre. Es geht auch mit allen anderen, aber eben nur teilweise. Weil sie Aspekte des Ganzen sind. Es gibt nur eine Wahrheit und viele Facetten. Also wenn ihr das Kind beschützen wollt jetzt vor schmerzhaften Erfahrungen, das nützt nicht viel. Ihr müsst ein Vorbild sein.
Welche Mutter ist denn ein Vorbild? Die blöde Kuh? Glaube nicht. Glaube ich nicht. Oder der Vater, der entweder säuft er oder er ist sehr geschäftlich tätig, ja, die ganzen Konzerne aufgebaut, während die Frau mit dem Gärtner schläft und so weiter, mein Lieben. Ja. Also wir müssen Vorbild sein. Ruhig, mutig, verständnisvoll. Um das sein zu können, müssen wir doch wissen, was ein Kind überhaupt ist. Das ist doch nicht der kleine Körper. Sondern, dass das ein geistiges Wesen in der materiellen Welt ist. Ich war, was die Gesellschaft heute will, sie will aus dem Kind einen guten Bürger machen. Ja, natürlich. Damit ich dann so werde wie die, die uns jetzt führen und die uns eigentlich hassen. Es wird immer offensichtlicher. Sie wollen die Menschen immer weiter unterdrücken, aussaugen, ausbeuten, damit sie besser leben können. Das geht doch nicht so weiter, meine Lieben. Irgendwann wird das Pendel umschlagen. Das Volk wird aufstehen. Wir erinnern uns an die Französische Revolution. Da brauchen wir Sie nicht zu wundern. Was sagt denn uns das, meine Lieben? Ja, ich könnte es tausendmal wiederholen. Der Mensch soll nicht über den Menschen herrschen. Und das beweist sich immer wieder. Denn wenn das so wirkungsvoll wäre, wenn die Herrschaft des Menschen über den Menschen die Lösung wäre, dann müssten wir ja alle schon längst zufrieden sein. Dann haben schon viele Menschen geherrscht über uns. Das Wissen soll herrschen, das uns einst vereinte. Buch des Lichts, in Schulen, Universitäten, überall und ganz gleich, wie viele Bücher umgeschrieben werden müssen. Tut nichts zur Sache. Wir müssen endlich in die richtige Richtung gehen. Was tun wir? Wir überliefern unsere Kinder dem Konkurrenzkampf. Wie haben wir den geschaffen? Ja, durch Egoismus. Und wenn ich jetzt natürlich Egoismus sage, muss ich mich korrigieren. Mit Ego meine ich jetzt mal nicht das, was eigentlich im Buch des Lichts gelehrt wird. Also die Göttlichkeit selber, die sich da manifestiert hat, sondern niederpersönliche, die Maske, die Persona. Wir sind eine Gesellschaft von Masken, mein Lieben. Und wir machen uns alle als Masken was vor, im Showgeschäft, in der Politik, im Familienleben. Und darum hat auch Kennedy, der Vater von Kennedy, zu ihm gesagt, der hat ja auch so eine Maske gemacht. Doch nicht wichtig, sagt er, wer du bist. Weil die haben sich mal, da haben sich mal gestritten. Sagt der Vater, du bist doch ein Krüppel, dein Rückgrat funktioniert nicht. Naja, und ansonsten siehst du auch nicht. Da hat Kennedy geweint. Da sagte der Vater, du pass mal auf. Es ist nicht wichtig, wer du wirklich bist. Wichtig ist, was die Leute denken, wer du bist. Ja, diese vernichtende Philosophie, da sehen wir ja, wo das hingekommen ist. Dann. Ja? Hat aus Kennedy einen Hurenbock gemacht. Einen charismatischen Hurenbock, der dann erschossen wurde als Karma. Hat aber auch sehr viel Gutes gehabt. Er wollte ein zinsfreies Geldsystem. Das hat ihm dann überhaupt den Rest gegeben. Ich sehe nicht, meine Lieben, wie wir ohne das Buch des Lichts weiterkommen. Vielleicht seht ihr es. Vielleicht sagt ihr, ja, das und das ist besser. Bitteschön. Wir zwingen ja niemanden. Wir sind ja nicht, hört mal, wir sind ja nicht wie die Moslems oder wie andere Religionen, die sagen, wenn du vom Glauben abkehrst, bringen wir dich um. Das ist doch nur Angst, dass Mitglieder verlieren. Beraubt doch das freie Denken. Wer das Buch des Lichts mag, soll es lesen. Wer nicht, soll etwas anderes lesen. Wir haben da keine bestimmten Ansprüche, da wir sowieso wissen, was geschehen wird. Also was ist wichtig? Wir müssen hohe sittliche Reife demonstrieren, uns auch haben. Das heißt also, das Ego, in dem Fall das höhere Selbst, muss bereits stark unser Fühlen und Denken beeinflussen. Wir können zu dieser Unschuld zurückkehren, es geht schneller als wir glauben. Nur Satan selbst, der es davon abhalten will. Satan, der Gott der Kirche. Und dann können wir auch eine schöne Beziehung zum Schüler haben. Schaut mal, in der Schule ist doch meistens nur Gedächtnisübung. Die Kinder, die haben so viele Impulse enthalten, die vom Lernpensum oder vom Lehrpensum, dass sie sich abwenden. Die packen das nicht. Sie werden defensiv, indolenz oder indolent und disziplinslos. Das ist zu viel. Und sie spüren, und jetzt kommt's, liebe Lehrer, liebe Rektoren, die Kinder sind schlauer als ihr. Ich will euch sagen, warum.
Die spüren, da ist doch noch mehr. Ich lerne hier das wirklich Wichtige. Das spüren die Kinder. Das habe ich gespürt, bin ein Jahr vom Abitur weg. Na gut, ich will mich nicht heiliger machen, als ich bin. Man hat mir auch noch 300.000 Mark geboten damals, damit ich singe, für einen Verlag arbeite und so weiter. Und so weiter. Naja. Aber ich habe trotzdem gespürt, was die da lehren, das ist sehr schön und gut und mag sehr interessant und so weiter. Aber da ist noch mehr. Und das lehren die nicht, das, was da noch mehr ist. Ja? Und das ist das Buch des Lichts, dieses Meer. Seht mal, es gibt die Schule und es gibt das Universum als Schule, also die irdische Schule und dann der Kosmos. Beide unterliegen Regeln. Und im Falle einer Menschenseele ist natürlich die Regel, die diese Seele befolgen sollte, oder das Gesetz, dem sie unterliegt, ist ein Urgesetz von Ursache und Wirkung. Man nennt es Karma. In diesem Gesetz, meine Lieben, und da stimmt die Bibel wieder völlig richtig, Gott hat dir einen freien Willen gegeben. Er hat dich als solchen aber nicht erschaffen. Sonst wäre er ja schuld, wie du den freien Willen verwendest und so weiter. Stimmt alles nicht. Ich war, wenn Gott, gut, ich gehe mal drauf ein. Also wenn Gott mich erschaffen hat und mir einen freien Willen gegeben hat und Gott allwissend ist, wie er immer bestätigt wird, dann muss er doch gewusst haben, dass ich den freien Willen oder der Mensch den freien Willen dazu benutzt, gegen Gott aufzustehen. Wenn Gott davon gewusst hat, hat er einen Automaten erschaffen. Ein Roboter. Und ist obendrein noch ein Sadist, der liebe Gott. Das ist so, als wenn ich ein Auto baue mit fehlerhaften Bremsen und verkaufe es, beschuldige den Fahrer, wenn er einen Unfall baut. Meine Lieben, es macht keinen Sinn. Und wenn es keinen Sinn macht, dann kann das meinetwegen, und mir kann ein super hoher Engel kann da runtersteigen und mir was erzählen. Und wenn ich andererseits in einem Coca-Cola-Automaten das Buch des Lichts finden würde, würde ich sagen, du hast Unrecht und das Buch des Lichts hat Recht. In dem Sinne, übertrieben gesagt, ich würde der Lehre des Buches folgen. Ist mir egal, wer es geschrieben hat. Es macht Sinn. Für mich. Wenn es für jemand anders keinen macht, kein Problem, dann musst du halt woanders suchen. Das steht uns ja allen offen. Ja. Das ist natürlich, man will uns immer, also diese Lehre von der Willensfreiheit, ja, oder dieses Karma-Gesetz, das wird ja von den Kirchen auch, sagen wir mal, unterbunden. Da haben wir diese Länder, in denen also Diktatoren herrschen, die meinen, die Probleme lösen zu können durch neue Definitionen und Dogmen. Und wollen das weitere Forschen unterdrücken. Wir aber sagen empirisch, versuch es an dir selbst. Lass doch mal in der Meditation alles los, mit dem du dich bisher fälschlicherweise identifiziert hast. Und dann prüfe mal, was verbleibt denn da? Du bist immer noch da.